Der Bundesrat hat das heftig umstrittene Migrationspaket durchgewunken. Dazu gehört auch das sogenannte geordnete Rückkehrgesetz. Einzelheiten von Nadine Bader. Demnach sollen Asylbewerber bestraft werden, wenn sie nicht mitwirken, ihre Identität zu klären. Die Hürden für Ausreisegewahrsam und Sicherungshaft sollen gesenkt werden. Den Ländern soll es erlaubt werden, ausreisepflichtige Asylbewerber in Gefängnissen unterzubringen, allerdings räumlich getrennt von Straftätern. Zum Migrationspaket gehören auch Neuregelungen, die gut integrierten Ausländern eine langfristige Bleibeperspektive bieten sollen. Das ist jetzt der Kurs.